Du bist alt und blickst zurück auf die besseren Zeiten, in denen die Pokémon spielen und nicht, naja, was auch immer das ist, waren, und denkst dir, früher war alles besser. An die Zeiten, wo man sich noch so sehr auf die neuen Pokémon-Generationen zu Weihnachten gefreut hat, dass man alles versuchte, um an diese Goldstücke früher heranzukommen. Eines dieser magischen Spiele war auf jeden Fall die vierte Generation der Pokémon-Spiele. Pokémon, Diamant, Perl und natürlich Platin. Um jedoch vorweg eine Sache klarzustellen, wenn ich darüber rede, wie gut die vierte Generation ist, dann meine ich damit Platin. Jeder, der Diamant oder Perl bevorzugt, findet wahrscheinlich auch, dass die neuen Pokémon-Spiele objektiv besser sind wie die alten. Um jedoch diese Aussage zu stützen, schauen wir uns doch im Schnelldurchlauf alle Dinge an, die Diamant und Perl so schlecht machen, und wagen dann einen Blick auf das wahre Gesicht der Sinnoh-Region, und zwar Platin. Das arschlange Gameplay. Boah, wenn man heutzutage Diamant und Perl spielt, sind diese Spiele einfach nur unerträglich langsam. Jede Aktion im Kampf kommt gefühlt mit einer Sekunde Delay und die Lebensbalken sind der absolute Horror. Jede Route mit Wettereffekten zieht sich wie ein fucking alter Kaugummi. Dabei blicke ich auf dich, Route 217. Und bis sich die Lebensbalken endlich dazu entschieden haben, an der gewünschten Stelle anzukommen, habe ich bereits mein eigenes Leben beendet. Außerdem werden viel zu viele VM-Attacken benötigt, was allerdings dafür sorgt, dass jeder diesen kleinen Fratz hier mitnimmt. Aber braucht man wirklich eine Attacke wie Auflockern? Komm schon. Außerdem ist die Pokémon-Vielfalt noch stark beschränkt, was dazu führt, dass jedes Team in Pokémon Diamant und Perl ungefähr so aussieht. Der Starter, das Flug-Pokémon. Das coole Pokémon. Das erste Pokémon, was anders war als Typ Normal, Flug oder Käfer. Der VM-Sklave. Und das Pokémon, das jeder wirklich haben will. Und welcher Idiot bei Game Freak kam auf die Idee, ein Top-4-Mitglied vom Typen Feuer ins Spiel zu bringen? Im gesamten Spielverlauf kann man entweder nur Panflam nehmen oder Ponita fangen. Das war's mit Feuer-Pokémon, was dazu führt, dass ein fucking Feuer Top-4-Mitglied nur zwei Feuer-Pokémon hat und die anderen Pokémon nur eine Feuerattacke, darunter auch Stalos, ein fucking Stahltyp. Außerdem hatte das Poketch noch keine Rückwärtstasche. Ich meine, seid ihr bescheuert? Natürlich gibt es noch weitere Dinge, aber gehen wir mal weg von der dunklen Seite und beantworten nur noch mal die Frage im Titel. Gern geschehen. Ach ja, Sinnoh. Eine Region voller wunderschöner Sehenswürdigkeiten, interessanten Charakteren, coolen Pokémon, außer Feuer-Pokémon. Und eine Welt, die es sich lohnt zu erkunden. Direkt zu Beginn des Spiels wird dem Spieler eine Auswahl von absolut perfekten Startern gegeben. Eine Schildkröte, die man sonst nur als Avatar kennt, ein Stahlpinguin und ein Feueraffe. Diese Pokémon sind einfach Peak-Pokémon-Design in ihrer finalen Entwicklung. Was allerdings in der zweiten Entwicklungsphase passiert ist, weiß absolut niemand. Aber nicht nur die Starter-Pokémon sind Pokémon der Extraklasse. Es gibt Pokémon wie Lucario, Luxtra, Skullgro, Mamutel, Schlubleck, Zwirfins, Pachirisu und natürlich das objektiv coolste Pokémon von allen, Knackrack. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber diese Pokémon-Designs sind einfach gut. Auch die Spielwelt ist gefüllt mit den verschiedensten Orten. Da wäre das idyllische Flori, das mit seinen bunten Blumenfeldern und grünen Bäumen einfach was fürs Auge ist. Der düstere Ewigwald, den man zusammen mit der Trainerin Raisa und ihrem Chanera durchquert. Und später auch die gruselige, alleinstehende alte Villa dort erkundet. Und dort zwischen 20 und 4 Uhr im Fernseher einen Rotom fangen kann, was einfach ein mega cooles Event war. Die Großstadt Schleiede, in der man im Einkaufszentrum shoppen gehen kann. Oder auch gelegentlich im Casino sein Glück auf die Probe stellen kann. Allerdings natürlich nicht in der EU-Variante, wegen Jugendschutz natürlich. Ganz im Norden der Region lässt sich nach einer wirklich schlimmen Route die eisige Stadt Blizzach wiederfinden. In der sogar der Schnee anfängt zu glitzern, sobald der Spieler Geburtstag hat. Und in der sich auch der Blizzach-Tempel befindet, in dem man das legendäre Pokémon Regigigas fangen kann. Oder der in der Mitte der Region herausragende Kraterberg, in dem sich auf der Spitze die Speersäule befindet, wo sich ebenfalls das Finale des Spiels abspielt. Und der Zugang zur Zerrwelt geöffnet wird. Ein Ort, an dem unten oben ist und generell alles verdreht ist. Der perfekte Ort, um zum finalen Kampf hinzuführen und grafisch und atmosphärisch einfach beeindruckend ist. Die Spielwelt ist spaßig gestaltet und nicht komplett linear. So kann man an vielen Stellen schon mal Routen zum Teil erkunden, die man erst später im Spielverlauf komplett durchschreiten kann. Bestes Beispiel ist dabei wohl Jubelstadt und die drei angrenzenden Routen. Läuft man nach rechts, so gelangt man in die Bergbaustadt Erzeling. Geht man jedoch nach oben Richtung Flori, so kann man bereits Pokémon fangen wie Shinux oder Wampel. Geht man allerdings nach links Richtung Fledburg, wird man zwar direkt von einer Wasserroute gestoppt, erhält allerdings kurz davor eine Angel. Das Spiel ist vollgepackt mit diesen alternativen Routen und kleinen Dungeons. Ob man diese betritt oder nicht, ist dem Spieler überlassen. Wenn wir aber schon über die Welt reden, dürfen wir die Musik des Spiels nicht vergessen, die zum Großteil zur Atmosphäre des Spiels beiträgt, da die Musik immer perfekt auf die einzelnen Szenarios abgestimmt ist. So auch zum Beispiel die Musik der ersten Route im Spiel, Route 201, die die Stimmung von Aufbruch und einem bevorstehenden Abenteuer perfekt einfängt, wodurch man gleich Lust bekommt, loszuziehen, um der Allerbeste zu werden. Oder die Musik vom Rivalen Barry, die perfekt auf die aufbrausende und ungeduldige Persönlichkeit von Barry abgestimmt ist. Oder Blizzach, in denen die Musik ganz langsam mit verschiedenen Glockeninstrumenten vor sich her plätschert. Dazu sei gesagt, ich habe eigentlich gar keine Ahnung von Musik.
Nichtsdestotrotz hat die Musik etwas ganz Besonderes an sich. Durch die meistens eher ruhigen Melodien ruft der Soundtrack bei mir eine Nostalgie hervor, die sonst nur SpongeBob erreichen kann. Die Charaktere des Spiels sind zwar nicht um Level wie zum Beispiel die Charaktere aus Schwarz-Weiß, jedoch gibt es hier durchaus Charaktere, die relativ interessant sind. So auch Barry. Ja gut, er ist sacknervig, aber er ist eigentlich der erste richtige Rivale eines Pokémon-Spiels, das sein einziges Ziel im Leben ist, stärker und besser zu werden als der Protagonist. Dann gibt es noch den Anführer des bösen Teams Team Galactic, und zwar Cyrus, eine Persönlichkeit, die sich nach eigener Aussage jeder Emotion entledigt hat, da Emotionen das Resultat einer schwachen Seele sei. Cyrus hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit Hilfe von Dialga und oder Palkia das Universum zu vernichten, um ein neues zu erschaffen, das seiner Meinung nach vollständig ist und in dem er als Gott agieren kann. Um das Ziel zu erreichen, bleibt er sogar am Ende der Story in der Zerwelt zurück, um dort seine eigene Welt nach seinen Vorstellungen zu erschaffen. Abseits davon, auf seiner Reise Team Galactic aufzuhalten, versucht der Spieler ja noch der Allerbeste zu sein. Um jedoch der Allerstärkste zu sein, muss man jedoch an dem wohl stärksten Champ vorbei, den die Pokémon-Reihe je erblicken durfte. Fucking Cynthia. Allein die Bossmusik im finalen Kampf verrät schon, wie tief man eigentlich gerade in der Scheiße steckt. Machen Abflug, du Wurst. Ihr ausgeglichenes Pokémon-Team mit perfekt abgestimmten Pokémon ist die letzte Prüfung für den Spieler. Darunter sind Pokémon wie zum Beispiel Krypuk ohne eine einzelne Typenschwäche, ein sehr tanky Milotic, ein nerviges Togekiss und natürlich auch ihr Signature-Pokémon Knagrak. Ab dem Punkt viel Spaß, mein Freund. Jedoch trifft man nicht nur im finalen Kampf auf sie, sondern man begegnet ihr im Laufe der Story an verschiedenen Orten und bekämpft mit ihr zusammen Team Galactic, da sie die Ansichten von Team Galactic verabscheut. Mit einer neuen Generation kommen meistens auch zahlreiche neue Features und Gimmicks. Das bekannteste Feature der Sinnoh-Region ist dabei wahrscheinlich der Untergrund. Ein Gebiet unter der Sinnoh-Region, wo sich seltene Items oder Fossilien ausgraben lassen und natürlich eine eigene Geheimbasis errichtet werden kann. Dabei macht die Pokémon-Reihe erstmals Gebrauch von der Internetfunktion des DS. Man konnte neben den Ausgraben sogar noch eine Art Capture the Flag mit seinen Freunden spielen. Sonst gab es noch die Ballkapseln, in denen man seine Pokébälle individualisieren konnte, was einfach mega nice war. Oder auch das Backen von Knopsen, um die Werte von Pokémon bei Pokémon-Wettbewerben zu erhöhen. Zudem gab es natürlich auch noch das Poketch, eine Armatur, auf der man verschiedene Infos und Apps anzeigen lassen konnte, was die untere Hälfte des DS super ausfüllte. Das Spiel setzte zudem stark auf After-Story-Content. So konnte man im Kampfareal, in der Kampfzone oder im Duellpark sein Können als Champ der Region austesten, im Überlebensareal alte Bekannte erneut bekämpfen und im Erholungsareal sein Leben in seiner eigens eingerichteten Villa genießen. Zum Ende des Videos muss ich aber nochmal kurz Frust ablassen. Warum macht man nach 10 langen Jahren ein Remake von den Spielen, indem man nicht mal die bessere Version der Spiele remaket? Ich meine, war es so schwer, den besten Teil der Story einfach hinzuzufügen? Warum? Ach genau, dass man wieder schön zwei Versionen verkaufen kann. Und ich meine, irgendein Dulli wird sie eh beide kaufen. So kann man den Profit ganz einfach verdoppeln. Und man hat natürlich auch noch weniger Arbeit. Was hat sie dazu inspiriert, jedes neue Pokémon-Spiel einfach lieblos jedes Jahr aufs Neue hinzurotzen? Aber nun gut, ich meine, lässt sich auch nichts mehr dran ändern. Ich vermisse wahrscheinlich einfach nur die 2D-Ära der Pokémon-Spiele. Abseits der Nostalgie sind die Spiele einfach objektiv gesehen besser als die Pokémon-Teile, die wir heutzutage einfach halbgar auf den Teller gerotzt bekommen. Die älteren Teile hatten einfach einen gewissen Charme und sind, wie ich finde, durch ihre zeitlose Grafik wahrscheinlich jedem zukünftigen Teil überlegen. Aber wer weiß, die Hoffnung besteht auf jeden Fall noch, dass wir irgendwann mal wieder so ein Klassiker sehen werden. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir gerne eure Meinung zur Generation 4 in die Kommentare. Und natürlich wieder euer Lieblings-Pokémon dieser. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Und falls ihr mich noch mehr unterstützen wollt, könnt ihr gerne Mitglied werden. Vielen Dank auch an Voicecrack, Marvin und Dennis Becker für die Mitgliedschaft. Ja, das war's eigentlich. Tschüss!